1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Typisch 10! Kamera läuft und Action. Laut der Initiative starkeeltern.de haben es Zehnjährige oft nicht leicht. Irgendwie hängen sie mitten zwischendrin, sind weder Fisch noch Fleisch. Waren sie in der Grundschule schon die Alten, sind sie auf den weiterführenden Schulen wieder die Kleinen. Dazu kommen oft schon erste Pubertätsvorboten. Und die Hormone laufen sich langsam warm. Haben es Zehnjährige wirklich so schwer? Und wie ist der typische Zehnjährige überhaupt? Wir, der Profilkurs Film, der Jahrgangsstufe 7 am Ratsgymnasium Minden, wollen uns gemeinsam auf die Suche begeben. Eine Umfrage unter den 115 Fünftklässlern an unserer Schule soll Licht ins Dunkel bringen. Unser durchschnittlicher Fünftklässler ist ungefähr 151 cm groß und hat dunkelblonde Haare. Die Schuhe werden in Größe 36 gekauft. Und der Geburtstag ist besonders häufig in den Monaten Februar oder Juni. An einem typischen Schultag klingelt der Wecker um 6.30 Uhr. Zum Frühstück gibt es Brot, wobei Toast besonders gerne gegessen wird. Die meisten unserer Fünftklässler haben eine Katze oder einen Hund. Und ein Geschwisterkind. Die Lieblingsfarbe ist blau. Und Sport ist das Lieblingsunterrichtsfach.